Willkommen zurück, ganz nackt und mit Herpes, die gestern kam. Kein Problem, ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst schon gut. Ja, ich wollte euch ein Update geben. Also vom 3.10. bis zum 9.10. habe ich entkoffeinierten Kaffee getrunken. Am 9.10. habe ich mir so ein Glas und mit gesüßter Kondensmilch, weil ich keine Hafermilch mehr da hatte. Und da ist die Hälfte, also mir ist die Kondensmilch mit ins Glas gefallen und dann gab es einen Springbrunnen voller Kaffee, überall Kaffee. Sehr gut. Ich hatte da nur vielleicht so viel oder so zum Trinken. Das war sehr gut, weil ich habe gemerkt, ich habe keine Lust mehr auf entkoffeinierten Kaffee. Und mir war klar, dass ich an dem Tag der letzte Tag ist, wo ich entkoffeinierten Kaffee trinke. Das habe ich gemacht. Und also nur den morgens, das war's. Ich habe jetzt zwar immer noch voll viel entkoffeinierten Kaffee, aber macht nichts. Stört mich nicht. Genau. Und ein Tag später, der 10.10., da beging meine Freiheit. Tatsächlich. Das war sehr interessant. Also ich habe tatsächlich überhaupt kein Verlangen, kein so, ja, jetzt trinken Kaffee oder sitzt hier ein Engelchen oder ein Teufelchen auf meiner Schulter. Gar nichts. Es ist einfach wie weg, wie losgelöst. Ich fühle mich frei. Ich bin am 10.10. hat mein Schwesterherz Geburtstag. Und ich habe auch ein Geburtstagsvideo mitgegeben und ich habe bei meinem Süßen auf dem Trampolin bin ich gesprungen eine Weile morgens und habe auch Körperübungen gemacht und wir haben zusammen Tai Chi gemacht und wir haben Salat und Melone gegessen. Das war ganz toll. Und auf dem Trampolin habe ich mich so leicht wie schon lange nicht mehr gefühlt und es war unglaublich. Da hatte ich dann auch keine Kopfschmerzen mehr. Also die Kopfschmerzen kamen immer so ab 15, 16 Uhr, doch sehr massiv und so halt, ne? Und jetzt habe ich aber, glaube ich, andere Kopfschmerzen wegen den Sonnenstürmen oder das Wetter ist umgeschwungen und ja, deswegen weiß ich das nicht genau. Aber dieses freie Gefühl von dieses, ich bin jetzt einfach frei. Ich kann machen, was ich will. Also ich habe seit dem 9.10. nichts in der Art konsumiert. Gar nichts. Ich habe weder den pflanzlichen Kaffee ausprobiert, der ist noch zu und steht jetzt im Schrank. Falls ich doch irgendwann mal Lust auf haben sollte, dann wäre was da, was ich nehmen könnte. Ich habe jetzt auch den Senioren, die ich betreue, Kaffee gemacht und hingestellt, dran gerochen auch und nichts. Gestern haben wir dann abends uns was bestellt zum Essen und mein Männer hat ein Tiramisu gegessen und ich meinte zu ihm aus vollem Herzen, ess es bitte komplett, ich möchte weder kosten noch, ne? Ich bin da ganz, da ist Kaffee drin und ich möchte das nicht. Und es hat super gut geklappt. Ich bin wirklich stolz auf mich, müsst ihr euch vorstellen. Auch wenn ich jetzt Herpes vielleicht habe oder so und gerade wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es doch so schnell geht, einfach frei zu sein, wisst ihr. Ich habe mich bestimmt über einen Monat darauf vorbereitet. Innerlich, immer wieder mit mir gesprochen. Und auch jedes Mal, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, habe ich gesprochen, möchtest du den jetzt wirklich trinken? Und ich habe ihn fast immer sehr genossen. Auch die, die nicht so lecker waren vielleicht. Und jetzt ist es einfach, also ich beobachte es und gebe euch dann, weiß ich nicht, irgendwann nochmal ein Feedback, ob ich jetzt mal noch was, die Alternative getrunken habe oder so. Aber bis jetzt bin ich fein. Ging super. Ich habe dann täglich auch dieses Zitronenwasser mit Himalaya und so getrunken. Zweimal am Tag, immer ein Glas, so eine halbe Zitrone.
Das tut auch sehr gut, auch morgens mit lauwarmem Wasser. Das ist auch gleich so entschlackend und so, also alkalisch, basisch auch. Und das fühlt sich auch gut an. Mache ich mit einer Bio-Zitrone dann, ne? Ja, das ist mein Update. Also ich bin auf dem Weg der Freiheit und ich genieße die Freiheit jetzt schon und ich beobachte, ich hätte nicht gedacht, dass es vielleicht doch so schnell geht. Wir haben uns lieb. Genießt das Leben, genießt euch, seid lieb zu euch und macht das, was euer Inneres rauskommen möchte, was euch ruft. Ja, genießt es einfach wirklich, ihr Lieben. Und macht euer Ding. Egal, was von außen kommt, egal, wer irgendwas erzählt, egal, ob man irgendwelche Statistiken sieht, macht es von hier aus dem Inneren, wisst ihr.